Ich hoffe, es klappt jetzt. Das ist mein zweiter Versuch heute. Aus irgendeinem Grund hat Audio City nur 30 Sekunden Sound aufgenommen. Ich hoffe, er nimmt jetzt ein bisschen mehr auf. Wir sind jetzt über eine Minute. Das lässt hoffen. Oh, ich muss aufpassen, dass ich übersteuere. Ich sehe gerade. Uiuiui, hier böse ins Rote. Ah, es klappt schon. So, ich sollte einfach mal die Taste drücken, wenn es uns diese komische Musik verlässt. Ah, schön, die Amiga-Oberfläche. Copyright 1985 bis 1993, Commodore Amiga. Schön, und dann gehen wir auf Legend.0 und starten Legend auf Vögel. Egal, wäre das ausgebrochen, ne? Naja, so. Na, ich flüstere mal ein bisschen, dass ich nicht so sehr übersteuere. Ich hoffe es, das klappt. Gut, dann dann laden. Macht das. Und da haben wir Teststeiner. Laden. Spielstand geladen. Das ist hervorragend. Anhand der Geräusche wissen wir, dass wir in der Wildnis sind. So, ich habe gelesen, dass wir uns erstmal nach Westen bewegen sollten. Und weiter habe ich gelesen, wir hätten uns statt den Dieben den Illusionisten in Start holen sollen. Ich ändere jetzt unser Team jetzt nicht. Ich versuche es mal mit denen hier. Das ist mal Sigurd. Den haben wir schon. Wir gehen einfach weiter. Bitte, Sigurd jetzt einfach mal übergehen. Dankeschön, Sigurd. Wir haben dich schon. Die müssen sie an laufenden Band klonen, den Typen. Oh, wir haben hier Ratten. Absolute Rattenplage. Hatten wir sie nicht schon letztes Mal alle niedergemetzelt? Naja, wir reden nicht lange. Wir machen hier Ratten weg. So. Muss er an? Egal. Kurzer Kampf. Oh, versagt. Haben wir versagt. Das ist ja schade. Irgendjemand verletzt? Nein. Angreifen, verkürzen Kampf, das machen wir hier immer ganz schnell hier weg. Angreifen, verkürzter Kampf, verfahren, zwei haben wir noch, nochmal verkürzter Kampf, verfahren, das sieht ja gut aus. Was bringt das uns an Erfahrung? Erfahrung ist ja wichtig. So, Sami hat nicht so viel eingesammelt. Oh, hier die Heilerin hat Treffer abgekriegt. Verfahren, wir sollten eine kurze Pause einrichten. Machen wir mal schnell eine kleine Rast. Kann nicht schaden. Ich muss jetzt hier heilen können, aber mit drei Viertel, das müsste reichen. Und unser guter Sigurd hält die Wache. So, Sigurd hält Wache. Hält Wache. Es ist morgen. Es ist Vormittag. Mittag. Nachmittag. Abenddämmerung. Ich hätte nicht so lange machen sollen, glaube ich. Abend. Jetzt werde ich mitten in der Nacht wach, ne? Ja, super. Wow, haben wir ja richtig Geburtstag. Na super. Und dann gehen wir mal weiter nach Westen. Moral ist gut. Ration 49. Wir sind gut ausgestattet. Man ist ja auch schön. Man nachts spazieren sehen. Schöner Sternenhimmel. Herrlich. Spannend. So. Baum müssen wir ausweichen. Das ist nämlich Schaden, ne? Das wollen wir nicht. Nehmen wir da lang. Oh, ist mitten durch den Wald. Super. Das ist ein Gebäude, habt ihr gesehen? Oh, da kommen wir gleich hin. Da ist auch noch ein Gebäude. Huch, was ist das denn hier? Wer seid ihr? Oh, ihr trefft unerwartet auf 4 Goblins, 6 Goblins. Achso, am Rang 2, am Rang 1. Was werdet ihr tun? Begrüßen die Gegner. Die Gegnergruppe grunzt unfreundlich und kommt bedrohlich auf euch zu. Das ist aber schade. Gut, wie ihr seht, Handeln und Weiterreden ist nicht drin. Wir gehen auf Angreifen. Oh, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Ja, Mist. Ja, das müssen wir leider durch jetzt mal schnell. Ja,
Wir haben hier so schön mal einen detaillierten Kampf. Ein Goblin greift Doss an, verletzt ihn jedoch nicht. Doch wird der von Doss getragene Panzer in Leidenschaft gezogen und beschädigt. Schade. Ein Goblin greift Sami an, verletzt ihn jedoch nicht. Ein Goblin greift Sigurd an, verletzt ihn jedoch nicht. Trotz allem erhält Sigurd eine Schürfwunde und verliert einen Trefferpunkt. Ich habe schade, der arme Sigurd. Ja, und das geht dann halt so weiter. Ich klicke mal schnell durch jetzt hier, es wird so langweilig. Das ist mir hier zu langweilig. Ja, so. Ne? So, hier steht. Ihr seht vor euch immer noch 6 Goblin Rang 1. Was werdet ihr tun? Wir sind ja noch im guten Zustand, wir können auf Angriff gehen. Jetzt gehen wir mal auf den Kürzenkampf. Augenblick, wir haben hier einen Magier dabei, weil ich weiß, das ist hier, glaube ich, Doss. Der kann zaubern, Flammenschlag. Und der sollte vielleicht auch nicht im Vordersten fliehen, Schritt zurück. Ne? So. Zaubern, ne? Habe ich schon gemacht. Zaubern, ne? Flammenschlag. Okay. Den lassen wir vorne und dann machen wir hier verkürzter Kampf. Zack. Wie kribbelt die Nase ein bisschen. Entschuldigung. Das ist ein bisschen nervig und störend. Ton wird noch aufgezeichnet. Das ist befriedigend. So, verfahren. Angreifen. Alle fit hier. Doss hat keine Magie mehr, das ist das Einzige, was schade ist. Das heißt, in der nächsten Kampfrunde Doss wieder nach vorne schieben. So, Sigurd hat einen Treffer erlitten, aber sonst alles gut gelaufen. So, was haben wir denn da vor uns? Sperrstunde, das ist schon zu spät. Okay. Ja, ist auch nicht so schade. Ach, wir sind auch wieder Richtung Süden, wir wollten ja Richtung Westen gehen. Aber da kommen wir auch nicht durch. Richtung Westen. Zack. Da kommen wir auch nicht durch. Doof. Irgendwie ist das hier so eine Sackgasse. Kommen wir da lang. Richtung Norden, Westen ist nichts los. Können wir gerne Süden gehen, aber da bin ich nicht so. Ah. Hallo Zwerge. Wir grüßen den Gegner erstmal. Oh. Weil die Zwerge nicht für so unfreundlich gehalten. Naja, ja, die Gegnergruppe grunzt unfreundlich und kommt bedrohlich auf euch zu. Das ist natürlich sehr schade. Ja, jetzt muss Doss allerdings auch wieder in den Killrang, da muss er nämlich kämpfen. Ja, angreifen. Er hat ja schön seinen Stab. Kampfstab, dann kann er auch. So, wir haben verkürzten Kampf natürlich wieder. Zack. Geht zur Sache, wie sieht's aus? Läuft gut. Verkürzter Kampf. Oh, die Heilerin hat. Ist beschädigt, macht dann eher vorfahren, angreifen und dann wird natürlich die Heilerin sich selber heilen, ist ja wohl klar, leichte Wunden, zack, auf sich selber und ach, den Kampfrang dann natürlich ändern, wird in den Angriffsrang zurückversetzt, so, fortfahren, so, ein verkürzter Kampf, hat gezaubert, aber nicht. Aber versagt, schade. Aber die Runde ging trotzdem an uns. Das ist sehr schade. Müssen wir natürlich vorfahren. Das haben wir Erfahrung, hatten wir ja gut gekriegt. Die Nadel hat auch nicht abgeräumt. Sie wurde natürlich immer, klar. Aber der bringt unserer Gruppe in so nichts. Die Punkte, die er einsammelt, können wir nicht nutzen, um ihn dann später zu trainieren, weil es ist halt so eine NPC-Geschichte, so eine Hilfsfigur, einfach nur so. Deswegen packe ich auch meine Partie nicht voll mit Sigurds. Ja, blöd. Ton wird auch aufgezeichnet. Das ist gut. Wir sind jetzt schon bei der 10. Minute. Herrlich. Vorfahren. So. Schleuderkugel. Das passt hier gut zum Team, glaube ich. RB Reitbogenpfeile. Packe ich auch mein Team erstmal ab. Kampfstab passt hier zum Magier. So. Und dann sollten wir eine Rast einlegen. Wir rasten jetzt mal ein bisschen. So, machen wir einen halben Tag. Sigurd hält wieder Wache.
Oh, sie legt ein, so eine Scheiße. Mitternacht, so ein Kack. Hätten wir doch mal schlafen lassen sollen, Abenddämmerung. Sieht auch nicht unbedingt jetzt den Zustand, ne? Vormittag. So, die Ladegeräusche, herrlich. So, es ist wieder Tag. Und ich wollte mich ja gern besten bewegen. Das ist aber schwer möglich. Bewegen wir ein bisschen nach Norden. Weil uns der Weg nach Westen zugestellt ist mit Bäumen. Komme nicht durch, aber wir haben hier viele Gäste. Oh, Büffel habe ich noch gar nicht. Kann mich erinnern, dass ich Büffel gesehen habe. Die Büffel reden wir nicht lange. Die greifen wir an. Die schnappen wir uns. Ne? Blub, blub. Nein, die zaubert nicht. Ging auch ein Kill ran, greift an. Natürlich. So. Der Doss soll mit seinen Zaubereien ein bisschen angeben. Nein, der soll vor allem trainieren. So. Verkürzter Kampf. Hui, da hat er mal richtig was reingekriegt hier. Das ist aber nicht so gut. Der Sinala. Sinala hat er. Schade. Sinala muss geheilt werden. Dann zaubert. Leichte Wunden heilen auf Sinala. So. Ansonsten läuft alles ganz gut. Dann machen wir ein paar kürzer Kampf. Geht weiter. Oh, versagt. Das ist aber schade. Angreifen. Kürzer Kampf. Alle versagt. Das ist aber schade. Angreifen. Kürzer Kampf. Und da haben wir sie. Zack. Na, das ist aber schade, dass Sinala ja so viel Schaden erlitten hat. Oh, Sigurd hat gute Punkte gemacht. Er hat aber die meiste Arbeit gemacht. Und Heger und Sinala. Gut, Sinala muss eine Pause haben. Kommen hier irgendwie nicht zu nichts. Wir drehen mal um und machen wieder eine Rast. So. Und drei Viertel. Und. Er macht jetzt Sammy Pause. Sammy macht das Wache. Ich hoffe, er schläft nicht ein. Und Ton wird aufgenommen. Ich habe voll die Sorgen, dass er die Aufzeichnung wieder verpatzt. Aber es läuft gut. Morgendämmerung. Hey, das ist gut. Morgen haben wir den ganzen Tag vor uns. So, ich muss gen Westen. Aber das ist ein Baum im Weg. Kann ich den nicht fällen? Ich will eine Axt haben, einen Baum fällen. Geht nicht. Ich komme da nicht einfach vorbei an die Bäume. Was ist denn das für eine. Ist das schade hier? Wird hier komplett wieder abgedrängt im Osten. Nicht wieder nach Westen. Ach, was ist denn das denn? Elfen. Wir grüßen Elfen natürlich. Uns auch nur. Wir sind alle so primitiv. Was soll denn das? Wir haben doch Elfen bei uns in der Gruppe, oder nicht? Naja. Okay. Killrang. Verteidigt. Nee, ist nicht richtig. Angreifen. Und das zaubert. Flammenschlag. So. Dann machen wir hier verkürzten Kampf natürlich wieder. Verfahren. Sieht ganz gut aus. Wir können beide angreifen. Verkürzter Kampf. Zack. Und dann haben wir sie weggeputzt. Herrlich. Oh, das hat diesmal ordentlich abgeräumt. Das ist gut. Das haben wir weniger, ja, weniger. Alles klar. Das war aber eher so eine Magierrunde. Verfahren. Eine Keule. Wegwerfen. Keule will ich nicht. Kettenpanzer, den nehmen wir. Dann tun wir den Krieger auf die Tasche. Reitbogen, Pfeile. Dieb. Machen wir es. Hier wieder gen Süden, wir wollten gen Westen. Westen ist immer noch ein Baumweg. Irgendwie werde ich hier gemobbt. Ich fühle mich gemobbt. Ich komme nicht so wirklich weiter. Was ist denn das hier? Eine Taverne, hä? Wird's noch? Ja, ja. Natürlich. Ah. Ausruhen würde ich sagen. Vorräte auffrischen.
Ja, natürlich. Was kostet das? Eine Übernachtung? 84 kosten 264. Ganz schön viel Geld, ne? Haben wir so viel Geld noch? Gute Nacht. Sehr schön. Der Bewerbungsrequest. Trinkfeste Abenteuer. Ich weiß gar nicht, ob sie so trinkfest sind. Und voll aufgefüllt hat es aber nicht. Warum nicht so schön? Wenn man weiß, was für eine Absteige es hier ist, hier wo wir uns befinden. Bäh. Ich glaube, bleiben wir nicht lange. Wir gehen. Wir gehen. Oh, wir sollten vielleicht mal zwischendurch speichern. Da hat eine Option. Speichern Spielstand. So. Speichern. Okay. Wo wollte ich hin? Nach Westen, nicht nach Norden. Westen. Westen ist der Weg versperrt. Immer noch versperrt. Aber da geht's irgendwie rein. Irgendwie geht's da hin. Ich komme da nicht rein. Ich will da jetzt rein. Was auch immer es ist. Ich will wieder zurück nach Osten. Ich will nicht zurück nach Osten. Ich muss erstmal nach Norden. Komme nicht rein, wir fehlen wieder noch fest hin. Weiter nach Norden. Ich will nach Westen, ich will nach Westen. Ist der Track nach Westen. Oder Track nach Westen. Egal. Was soll denn das? Immer noch nicht. Auch nichts. Ah, ich komme an Mauer ran. Was ist das für eine Mauer? War nicht ja eben ein Durchgang? Nö. Das ist nix. Ich meine da. Gehen wir mal. Ups, was ist denn da? Ach Mensch, schon wieder grunzende Elfen. Schweine in Elfengestalt oder sowas. Das müssen verschwandelte Schweine sein. Wir grüßen die Gegner, siehst du? Da grunzen die schon wieder unfreundlich. Nervig. So. Zaubert, doch zaubert, alles richtig. Verkürzter Kampf, hopp. Angreifen, verkürzter Kampf, hopp. Gelungen. Ach Mensch, und den einen machen wir auch noch weg, den verkürzten Kampf, das war's schon. Kurze Partie, Aufnahme läuft noch, sehr schön. Ich weiß nicht, wie lange ich aufnehmen soll. Ich denke, ich nehme ein bisschen mehr auf heute. Weil wir erstmal noch nichts, überhaupt noch nichts geschafft haben mit diesem Spiel. Und da ja die Pause etwas länger war, ich denke mal, glaube seit der letzten Aufnahme 3 Wochen. Und dann war es ja nicht mal dieses Spiel, dann war es ja so ein kleines Lego-Projekt, wo mein Sohn mitspielen durfte. Ich weiß auch nicht, ob ich das fortsetzen werde. Vielleicht werde ich nochmal machen, aber. Das ist immer so problematisch, weil Lego ganz merkwürdige Regeln hat, was das angeht mit ihren Produkten. Also die hat deren Produkte verfilmt, irgendwie Film vorkommen lässt und hast nicht gesehen. Da haben sie irgendwie Sorge mit ihrem Produktnamen. Und, so. Dann weiß ich nicht, dann werde ich sie vielleicht nicht Lego nennen oder so. Dann weiß ich nicht, lustiges Baum mit bunten Steinen oder so. Keine Ahnung. So. Oder eben, wie gesagt, aufpassen, dass da keine Art Werbung reinkommt. Und ja. Schauen wir mal. Aber wir machen ja fortfahren. Wir haben jetzt ein Bastardschwert. Oh, das ist gut. Das tun wir den Barbaren in die Tasche. Eine Kriegsende wäre auch was für den Barbaren. Ich mache sie auch da in die Tasche. Plattenpanzer, ein Krieger. Das war schon. Okay. Ich will nach Westen. Osten. Norden. Westen. Westen ist der Weg immer noch zugestellt. Ah, da geht's durch. Komm mal rum. Hammer. Nee, ich da jetzt auch nicht durch. Ich komme hier nicht durch. Dr. Mist. So, da waren wir schon, ne? Da waren wir, da wo wir auch nicht weiter kamen, richtig? Richtig. Gehen wir an der Wand lang. Irgendwo muss das hier reingehen hier. Auch da. So, gehen wir hier. Ach Mann. Das nervt.
Herdentiere. Na gut. Das ist ja ein ziemlicher Oberbegriff, Herdentiere. Na gut. Puh. Angreifen. Ja, das bringt Erfahrung. Achso, das muss natürlich auch auf Angreifen gehen. So. Machen wir kurz einen Kampf. Aufnahme läuft noch. Herrlich. Komisch. Ich habe da nur irgendeinen Wert reduziert und schon geht die Aufnahme. Vielleicht war der Wert, den ich eingestellt habe, einfach zu hoch. Hat das Ding noch zum Abstürzen gebracht? Keine Ahnung. Gute Sache. Jetzt geht's ja. Versagt. Vorfahren. Angreifen. Alle noch gut. Ja, verkürzter Kampf. Vorfahren. Angreifen. Verkürzter Kampf. Das machen wir ganz schnell. Vorfahren. Angreifen. Verkürzter Kampf. Und dann haben wir sie weggeputzt. Yeah. Heute gibt's Wild auf dem Grill. Ja. Yam, yam, yam. Lecker wild. So, Erfahrung haben wir. So. Was sollten wir in der Rast machen? Wir rasten ein bisschen mal. Wo wir Viertelperiode nur. Sigo macht wieder Wache. Ja, jetzt wo wir so ein schönes Wild geschlachtet haben, können wir ein bisschen pausieren. Und vor allen Dingen die Magier können sich wieder auffüllen. Herrlich, da sind wir wieder fit. 20%. Die Magier sind alle echt schlecht dran mit ihren Werten. Sie hier eingestellt, muss mal kurz gucken gehen. Entschuldigung. Erfahrung haben die schon ganz gut. Zustand gut. Nein, das war falsch. Das, nein, will ich auch nicht. Mann, was soll denn das? Nee, ich will das nicht. Mal zu wieder. Hallo? Ich will das nicht. Kommen wir wieder raus hier. So. Ich wollte. Ja, ja, bin so schlau. Schlauste Mensch der Welt. Nein, ich wollte hier auf Dorst gehen. So. So, nächste Seite, da wollte ich drauf klicken. Genau. Ah, seine Robe ist schon ziemlich runter. Das ist nicht so gut. Nächste Seite zeigen. Flammenschlag. Magie. So. Das ist ja blöd. Man kann ja also hier so direkt nichts machen. Das beherrscht Tiersprache, Orksprache, Englischsprache, Zwergensprache, da kann schon einiges. Na gut. Wir haben leider keine Robe rumliegen, die wir jetzt mal eben schnell geben können. So war ich denn. Ich wollte nach Westen. Norden ist zu. Orks, ach du Scheiße. Grüße den Gegner. Naja, war irgendwie zu erwarten. Das geht mal wieder zaubern. Flammenschlag. Ne? So. Ich hoffe, das überleben wir irgendwie. Wow, die hauen da rein. Oh, alter Schwede. Gleich hier unsere Heilerin schwer erwischt. Okay, fortfahren. Aber wir haben einige wegdezimiert. So, angreifen natürlich. Und dann tun wir hier die Heilerin zaubern. Vielleicht Wunden heilen auf sich selber. Und die Kampfposition ändern. Auf Angriffposition. So. Fortfahren. Irgendwie habe ich ein Echo. Hm, das kommt wahrscheinlich von den Kopfhörern. Von Audio CD. Das ist ja ein anderer Computer. So. Das hat nur Magie verloren, alles klar. Dann können wir einen verkürzten Kampf machen. Verkürzten Kampf. Ah, die Heilung hat gebracht. Okay, das ist gut. Angreifen. An verteidigt nur das. Gross greift an. Angreifen. Die ist angeschlagen. Sigurd ist auch angeschlagen. Muss man mal zur Kenntnis nehmen. Vorfahren. Der Magier ist auch angeschlagen. Vorfahren. Angreifen, dann der DOS
geht auch rück in den Angriffsrang. Ich kann leider nicht heilen. Bobhorn. So, verkürzter Kampf. Hui. Die kriegen ganz schön was ab. Die sind ganz schön stark, die Orks. Da muss Sunny auch zurück. Sammy muss auch zurück. In den Angriffsrang. Und verteidigt sich nur. So. Dann nochmal verkürzter Kampf. Und dann haben wir es geschafft. Gott sei Dank. Sah er schon nicht mehr so gut aus. Er muss ganz schön gestückelt schon. Na. Oh, Heger hat gut abgeordnet. Mehr Punkte gemacht wie Sigurd. Gut, Breitschwert. Tun wir da hin. Kurzschwert. Ist ja was für den Dieb hier. Das war's schon. Mehr nicht. Weil so viel Gegner so ein bisschen Piss. Ah, rasten müssen wir. Oh, wir haben keine richtige. Doch, das ist Sammy, der Dieb, der ist fit. Dann machen wir mal eine Dreiviertelperiode. Und Sammy, der Dieb, der Wache. So. Und dann schlafen wir ein bisschen. Oh, schön schlafen. Schön schlafen. Ja, träumen von Reichtümern. Schöne Frauen. Oder Männer. Wie es einem beliebt gerade. So. Es ist Mitternacht. Morgendämmerung. Und ein neuer Tag. So, ich will immer noch gen Westen. Wer ist denn? Oh, da ist mir ein Baum im Weg. Achso, hatten wir schon. Kommen wir immer noch nicht nach Westen. Amy, wirklich. Der Westen ist komplett blockiert. Westen. Komm nicht durch. Fledermäuse. Grüße ich nicht. Rede auch nicht mit denen. Grüße ich ihn angreifen. Sofort angreifen. Mach sie weg. So, was machen wir mal hier? Zack. Wieder gerang. Und angreifen. Zack. Gerang. Und angreifen. Toss. Gerang. Zaubern. Flammenstark. So. Verkürzter Kampf. Zack. Das sieht gut aus. Angreifen. Verkürzter Kampf. Hepp. Hoppa, wie sieht's aus? Signala und Sami haben was abgekriegt. Aber sonst sind alle ganz gut zu Wege. Alles klar. Wo lang gehen wir? Wir wollten immer noch nach Westen. Der Baum ist im Weg. Den können wir auch nicht fällen. Hm, wer ist denn das schon wieder? Eine Klapperschlange. Angreifen. Lass uns einfach so angreifen. Verkürzter Kampf. Zack. Weg ist sie. Hat sie uns irgendwas gebracht? Signal hat wohl den meisten drauf eingedrescht. So, okay. Ich muss auch die Rüstung bald mal reparieren von unseren. Die ging gen Süden. Ich muss aber nach Westen. Ich will nach Westen. Aber Westen ist versperrt. Ich will nach Westen. Aber nach Westen ist versperrt. Ich werde hier systematisch abgedrängt. Oh, hallo. Sorry. Grüßen wir die Gegner erstmal. Der vermeintliche Gegner erwidert euren Gruß und kommt freundlich auf euch zu. Oh, wunderbar. So, da reden wir mit dem Gegner. Wer soll mal reden? Doss ist gut. Doss hat in der Gemeinsprache Kontakt aufgenommen. Worüber soll geredet werden? Handel mit Waren? Kampflos? Handel mit Waren? Doss hat in der Gemeinsprache Kontakt aufgenommen. Worüber soll... Also, war ja wohl nichts. Dann kampfloser Abzug. Pfeilwächter erklären sich bereit, die Gefährten kampflos abziehen zu lassen. Verhandlungsgeschick steigt vorfahren. Das ist aber nett von denen. Oder nett von uns. So, ich muss immer nur nach Westen. Westen ist aber alles zu. Das ist aber blöd. Ich kann jetzt hier nur mal nach Osten. Das ist ein da lang gehen leider. Kommen wir noch nicht dran vorbei. Ja, Diebe. Wir grüßen ja trotzdem. Und grunzen. Naja, was soll's? Dann haben sie nette Beute da. Verkürzerkampf. Zack. Und dann machen wir sie weg. Und angreifen. Angreifen. Verkürzerkampf. So. Gelungen. Wunderbar. Wie sieht's aus?
Ja, die Runde geht wieder an Sigurd. Oder sonst hier hat sich Sinala nicht schlecht gemacht. Joss auch nicht. Ganz schlecht, hat aber dafür keine Magie mehr. Streithammer. Bringt er überhaupt Geld? Gib mal den hier. Kampfstab. Oh, Joss braucht einen Kampfstab. Sein Kampfstab war schon ziemlich runter. Machen wir mal eben auf den Joss. Nächste Seite. Also sein Kampfstab ist ziemlich runter. Hier, der Kampfstab, den hier. Wegwerfen. Jawohl. Und dann nehmen wir einen neuen Kampfstab hier. Anzulegen. Ja. Siehst du wohl. Und noch eine Robe, die wir so annehmen können. Nein, halt nicht. Okay, fortfahren. Da haben wir das. Und wir sollten auch mal wieder speichern. Ich bin ja so ein Angsthase, so ein Hase und Fuß. Na. Speichern. Speichern. Aber ich schreibe immer den alten. Ne? Wenn wir Pech haben, geht der kaputt und das war's. Vielleicht mal bei der nächsten Sitzung eine neue Speicherung. Wie eine neue an. Oder am Ende dieser Runde. Genau, so machen wir das. Am Ende dieser Runde lege ich eine neue an. So, wir haben die 32. Minute und wir haben noch nichts geschafft. So. Wir sind immer noch im Weg nach Westen, aber die Wege sind versperrt. Banditen. Wir grüßen die Gegner. Tja, das habe ich irgendwie erwartet auch. Jetzt ist aber Doss in Verteidigung und der soll aber angreifen. Der hat ja so einen schönen neuen Stab. Da kann er kämpfen. So, verkürzter Kampf. Bloß nicht hier aufgreifen, verkürzter Kampf. Gelungen, gelungen. Zack, und dann ist das schon aus der Weltgeschichte. Das ging ja flott. Ja, Sinala und Sigurd hat das gut gemacht. Was haben wir in der Streitaxt? Wirklich ist Sinala. Plattenpanzer, auch Sinala. Bolzen, den Dieb. Das war's schon. So. Ich möchte mal feststellen, am besten ist der Weg versperrt. Ah, hier waren wir schon. Da kommen wir auch keinen Schritt weiter. Wir sehen, drumherum gehen. Oh, was wollt ihr alle von uns? Hallo Miezekatze. Grüß den Gegner. Trotz aller Bemühungen. Hm, naja. Ah, ja. Vielleicht reden. Reden Gegner, hier mag ich ja keine Tiersprache. Das hat in meinen Sprache Kontakte aufgenommen, worüber geredet werden. Kampfloser Abzug, versuchen wir es mal. Lehnt das ab, über das Thema zu verhandeln. Tja, dann greifen wir an. Wir haben ja drüber geredet. Verkürzter Kampf, hab, wechseln Sie. Hätten mal drüber reden sollen. Hm. Tja, so ist das Leben. Hart und gerecht. Das hat richtig abgeräumt. Erstaunlich. Aber seit neuen Stab kommt er gut klar, wa? So, fortfahren. Wo waren wir stehen geblieben? Wo wollen wir nach Westen? Im Westen. Ach ja, da kommen wir nur wieder zurück. Ich versuche jetzt die ganze Zeit hier an die Taverne vorbeizukommen. Aber es gelingt mir nicht so richtig. Ey. Ah. So. Ja. Ich bin wo besoffen. So. Ich kann nach Süden, aber nach Westen nicht so wirklich. Gehen wir einen Schritt nach Süden und jetzt nach Westen? Nein. Ach, der hat was dagegen. So, Westen. Jetzt können wir nach Westen gehen hier. Gehen wir ein Stück nach Süden, gehen wir wieder nach Westen. Gehen wir ein Stück nach Süden. Stück nach Süden und nach Westen. Geht er nicht. Streifkreuz. So, gehen wir nach Westen. Die erste geht auch nicht, ne? Nein, auch nicht. Schade. Gut. Westen. Westen kommen wir ein paar Meter weiter. Scheitern an Bäume. Ist wieder Bäume, unendlich viele Bäume. Nach Norden. So, wollt ihr nach Norden gehen? Was haben wir denn da schon wieder? Ameisen. Grüßen wir die Ameisen. Trotz aller Bemühungen scheint sich der Gegner weder für euch zu interessieren, noch auf die eine oder andere Weise zu reagieren. Naja, reden wir mit Gegner. Ja, Magier, sehr, ne? Wollen sich offenbar nicht mit niemandem unterhalten. Also okay, dann greifen wir an. Zack, zack, zack. Attackierend. Verkürzer Kampf ab. Nehmen ja schnell weg. Geburzelt die Ameisen. Mal kurz das Völker so zieht. So, verfahren. Wir wollen immer noch nach Westen, ne? Das Osten.
Da ist Westen, das ist aber versperrt. Ein Schritt nach Norden. Ne, wir gehen in die falsche Richtung. Grüß den Gegner. Naja, reagiert wieder nicht. Reden mit dem Gegner. Vertus. Wir unterhalten. Dann fühle ich mich beleidigt und greife sie an. Angreifen. Ach, so habe ich langen Kampf genommen. Na gut, klicken wir uns mal schnell durch hier. Hep, hep. Hep, hep, hep. Ich klicke mal schnell durch hier. So. So. Haben wir so ein heiliges Symbol. Das kriegt ja mal die Heilerin Armbrust. Kriegt der Dieb. Barbarenschaltachs. Durch den Krieger hin. So. Ich möchte immer noch nach Westen. Was denn? Ja, denn Westen. Wir kommen nicht nach Westen weiter. Ich weiß gar nicht. Wo lang sind wir vorhin ausgewichen? Nach Süden, immer noch Süden ausgewichen, ne? Wir halten uns Südwest, würde ich sagen. Jetzt nach Westen? Hier das? Nein. Westen? Jetzt? Nein. Immer noch nicht. Jetzt Westen? Schritt nach Westen ging. Oh, hallo. Söldner, wir grüßen die Gegner. Nein. Reden mit den Gegner. Das ist ein mal hier, so. Handeln wir Waren. Was hat er denn hier? Söldner haben die folgende Ware abzugeben. Ihr Streitachs. Plattenpanzer. Nö, haben wir alles selber. Brauchen wir alles nicht. Sonderklassen haben wir auch noch da. Okay, kampfloser Abzug. Lehnen es ab, über dieses Thema zu verhandeln. Was? Warum das? Angriff? Gut. Verkürzter Kampf. Verfahren. Angreifen. Verkürzter Kampf. Verfahren. Angreifen. Verkürzter Kampf. Verfahren. Angreifen. Verkürzter Kampf. Oh, da hat tatsächlich nochmal die Haltung was abgegeben. Verfahren. Das ist ein Blut. So. Und ja, das ist punktemäßig etwas zusammengekommen. Wir haben hier wieder eine Streitachs. Da haben wir nochmal ein Kurzschwert. Zunderkasten. Ja, Zunderkasten. Ja, die hat schon Zunderkasten, glaube ich, ne? Ich tue mal dem Harry einen Zunderkasten in die Tasche. Plattenpanzer. Hopp. So. Und wir sollten rasten. Wir rasten jetzt erstmal. Der Dost der Magier macht die Pause, würde ich sagen. Drei Viertel. Der Magier. Hellwache, okay. Alles schläft ein, das ist gut. Wir haben es vormittags. Mittags. Oh, ich wäre auch glatt, wie ich das hier so gut lese. Ganz schön viele Nebengeräusche. Über mir sind ganz schön laut. Oh, okay. Es ist Nacht. Dunkel. Guter Zeitpunkt. Ja. Es war irgendwie zu erwarten. Ich denke mal, die grüßen wir gar nicht erst, oder? Grüße Gegner. Naja, war zu erwarten. Grunzi, Grunzi. Natürlich. So, das kann aber hier. Das kann nicht. Warum nicht? Geschoben, deswegen. Ach so, alles klar. Nee, dann bleibt das so, alles klar. Dann verkürzter Kampf, bitte. Zack, verfahren. Was schon. Verkürzter Kampf, wir machen einfach weiter. So, da haben wir den mal schnell platt gemacht. So, verfahren. Was haben wir denn? Eine Keule wegwerfen, weil den will keiner haben. So, wir gehen nach Westen weiter. Es geht tatsächlich nach Westen jetzt. Nach Norden. Oh, da wollen wir noch einen Schritt nach Norden tun. Ich glaube, da kriegen wir gleich einen Eingang zu sehen. Wenn diese eine nicht wäre. Was ist das denn hier? Treffen wir mal auf Troll. Troll begrüßen, die grunzen auf jeden Fall, ne? Ja, natürlich. So, verkürzter Kampf. Zack, es war der Troll. Eine trollige Geschichte, würde ich sagen. So, da haben wir ihn. Ja. So. Nein, 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 nicht so weit drehen, nur so weit. Ja, guck mal, das war ein Eingang. Das ist ein Eingang. Da geht es Richtung Westen. Morgendämmerung. Tor.
Ja, das ist gut. Ich denke mal. Hier speichern wir noch einmal auf unsere alte Speicherung. Na, so, zum letzten Mal. So, speichern. Und dann machen wir uns auf in die Höhle und das gibt dann auch eine neue Speicherung dann. Vorfahren. Wir gehen hinein. Ihr steht am Eingang der Zwergenmine. Wünscht ihr hineinzugehen? Jawohl. Wahrscheinlich dunkel werden. Mal gucken, wer da mal Licht macht. Das kann nicht. Er hat keine Energie zum Zaubern. Ja, ist natürlich dunkel. Der Dieb. Wählen wir den Dieb aus. Ah, nee, das muss ich anders machen. Warte mal. Vorfahren. Das war so, ne? Objekt benutzen, genau. Der soll der Dieb sein Objekt benutzen. Der hat gar nichts. Ich habe gedacht, der hätte die Lampe. Verfahren. Besser benutzen. Ich bin verwirrt jetzt. Wir hatten die Lampe. Obersprung und Amulett, Kampfstab. Heiliges Symbol. Zunderkasten. Zunderkasten, ja, Zunderkasten, aber keine einzige Fackel. Das heilige Symbol, was passiert? Kann nichts verfahren. Das ist ja doof. Was hat der Magier? Laterne, der hat eine Laterne. Okay. Siehst du, das macht Licht. Das wollte ich auch nur. Herrlich. Jetzt haben wir Licht. Und jetzt legen wir auch schon mal die Speicherung an. Speichern Spielstandes. So, duck. Achso, das bleibt. Hier und dann Strich Zwergenmine. Zwergenmine. Wunderbar. Zwergenmine, richtig geschrieben, hoffe ich. So. Jetzt haben wir es ja hoffentlich spannend. Gucken, was hier in der Zwergenmine ist. Fehlt so ein bisschen Musik, kann das sein? Wir hätten so ein bisschen Musik einspielen können. Oh. Warum da? Wer ist denn das? Zwergen wahrscheinlich. Wir sind ja Zwergenmine. Wir grüßen die Gegner erstmal. Trotz aller Bemühungen scheint sich der Gegner wieder für euch, also das hatten wir schon, das wollen wir nochmal vorlesen. Reden wir mit dem Gegner. Magier. Oh, da müssen wir angreifen, ne? Es bleibt ja nichts anderes übrig. Greifen wir an. Zack, alle, verkürzter Kampf. Gelungen, zack. Angreifen, alle noch fit. Verkürzter Kampf. Verfahren, angreifen, verkürzter Kampf. Ich glaube, in den Minen kann man nicht rasten, ne? Kann das sein? Verfahren, angreifen, verkürzter Kampf. Angreifen, verkürzter Kampf. Gut, das waren auch ziemlich leichte Gegner. Aber wir sollten die Minen nicht unterschätzen. Oh, es gibt aber gute Punkte hier. Zwerge wegklatschen bringt Punkte. Zwerge klatschen, hoch. Schön, schön. Na, ich will nicht so böse sein. Genau, also. So humanoide versuche ich immer mit zu reden, also Elfen, Zwerge, Händler, Diebe, immer versuchen zu kommunizieren. Ich denke mal, das ist nie verkehrt. Und ja, wir wollen ja keine bösen Helden sein, was ja dann auch kein Held mehr ist, sondern nur mordende Monster. Das wollen wir nicht sein. So, wir haben eine Laterne. So, wir sollten auch hier unserer Heilerin eine Laterne geben. So, Streithammer ist hier, was für den hier. Da war es schon. Da ist noch einer. Nee, das ist gar nicht. Oh, das ist eine Geheimtür. Aber geht nirgends hin. Und einen leeren Raum. Was hat sie hier gebracht? Ich hätte mir ein Stück Papier hinlegen sollen, damit ich mir die Wege aufzeichne, die ich hier gehe. Oh, hier geht's hoch. Geht's hier wieder raus? Da hinauf.
Buch. Ah. Hier steht vor einem irgendein Portal, das einen. Was steht da? Handteller, große, runde Aussparung in der Mitte hat. Ah, okay. Oh. Ein Elementarwächter erscheint und stellt euch eine Frage. Wie heißt das Ding, das wenige schätzen? Dort zieht es des größten Kaisers Hand. Es ist gemacht, um zu verletzen. Am nächsten ist es dem Schwert verwandt. Kein Blut vergießt um Macht. Weiter. Doch tausend Wunden. Niemand braucht's und macht doch reich. Es hat den Erdkreis überwunden. Es macht das Leben sanft und gleich. Die größten Reiche hat's gegründet. Die Ältesten hat's erbaut. Doch niemals hat es Krieg entzündet und Heil dem Volk, das ihm vertraut. Was kann das sein? Weiter. Jetzt muss ich den Text eingeben. Was kann das sein? Was kann es sein? Den Text mal aufschreiben sollen. Hat einer eine Idee? Mal schnell was meine Notizen hier. Was kann das sein? Schön, wenn man den Text nochmal lesen könnte. Was kann das sein? Nein, nicht drauf. Ich will den Text ja nochmal lesen. Das kann verletzen. Herr Krieger. Das kann verletzen. Die Liebe? Was hat keine Kriege? Liebe hat Kriege erzeugt. Es hat keine Kriege erzeugt. Ich würde trotzdem fragen, wir versuchen es einfach mal. Sigurd findet keinen Platz, um in die Gemeinschaft einzutreten. Einfach fahren. War es richtig jetzt? Komisch. Achso, das sind wir hergekommen. Wer ist das Ding, das wenige schätzen? Achso, wie heißt das Ding, das wenige schätzen? Das zieht des größten Kaisers Hand. Wie heißt das Ding, das wenige schätzen? Doch zieht es des größten Kaisers Hand. Es ist gemacht, um zu verletzen, am nächsten ist's den Schwert verwandt. Kein Blut vergisst's und macht doch tausend Wunden. Niemand braucht's und macht doch reich. Es hat den Erdkreis überwunden, es macht das Leben sanft und gleich. Größten Reiche hat's gegründet, die Ältesten hat's erbaut. Doch niemals hat es Krieg entzündet und Heil dem Volk, das ihm vertraut.
Was kann das sein? Doch niemals hat es Krieg entzündet und Heil dem Volk gebracht. Niemals hat Krieg entzündet und hat auch nie Heil des Volk gebracht. Oder hat dem Volk vertraut? Was kann das sein? Doch tausend Wunden, niemand beraubt. Braut und macht doch reich. Glaube. Glaube kann das sein. Glaube? Glaube. Sie haben keinen Platz, ohne die Gemeinschaft einzuteilen. Komisch. Sehr komisch. Komm jetzt nicht weiter. Hallo? Ich habe jetzt nicht mehr gehen, oder? Das ist jetzt wieder so ein Bug. Ich komme jetzt nicht weiter. Was ist das jetzt? Rasten geht jetzt nicht. Auch halbe Periode. Silberfeldwaffe. So, also Rasten geht hier doch. Das beruhigt mich ein bisschen. Okay. Nein, das brauchen wir nicht. Objekt benutzen. Heilerin, dann Objekt benutzen. Laterne. Braucht eine Ölflasche, hat keine Ölflasche in der Klasse. Achso, nee, das war falsch. So, Klasse, nein, Objekt benutzen, ich bin unkonzentriert jetzt. Das beschäftigt mich jetzt so ein bisschen, ich weiß auch nicht, diese komische Aussage, Sigurd hat keinen Platz. Sigurd soll das ja auch nicht haben. Ich verstehe das nicht. Ja, Objekt. Achso, nee, Quatsch, was mache ich denn da? Objekt benutzen. Ist auch das hier. Benutzt Laterne. So. Vorfahren. Kann trotzdem nicht gehen. So. Hier vom Portal. Oh, da können wir nicht durch. Aua. Okay. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal eine Pause. Wir haben jetzt 54 Minuten, ich denke, guter Zeitpunkt, Pause zu machen. Genau. Also, wir speichern hier nochmal. So, speichern des Spielstands. Zwergmine, speichern. So. Rasten, Objekt benutzen, zaubern, nein. Schmieden. Kann da einer schmieden? Ich weiß es gar nicht. Ja, das ist ein komisches Rätsel. Ich weiß auch nicht, ob wir noch die Möglichkeit haben, nochmal das Rätsel zu bekommen. Ich wundere mich auch, dass wir uns nicht bewegen können jetzt. Ja, zweimal falsch, kann man ihn bewegen. Ist auch blöd irgendwie. Ja, wir können uns schon bewegen, aber nicht die Richtung, wo diese Gestalt da steht. Das ist ja nervig. Naja, nichtsdestotrotz werden wir hier an dieser Stelle Schluss machen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ja, wer die Lösung kennt, der kann sie mir gerne posten, schreiben, wie auch immer. Nicht von das gesamte Spiel, jetzt nur von diesen Rätsel, ja. Ich kann mir natürlich die Mühe machen,
danach zu googeln. Aber das wäre auch eigentlich ein bisschen langweilig, weil für irgendwas müsste ja auch gut sein. Na gut, mal gucken, wer der Erste sein wird, der mir diesen Tipp gibt. Was denn die Rätsellösung ist. Alles klar. Bis dahin verabschiede ich mich. Wünsche euch was und tschüss, euer Steiner. So, muss ich auch mal den Stoppknopf legen, ne? Da, diesen hier. So. Und aus. Und aus. Und aus. Und aus. Und aus. Und aus.